Glück auf und willkommen. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. Ich habe mir für dieses Video was ganz Besonderes vorgenommen. Und zwar möchte ich meine erste Review machen auf diesem Mein Ohrenkino Kanal. Und zwar habe ich mir neu zugelegt dieses Gadget hier. We Are Rewind ist eine französische Marke, beziehungsweise es ist ein französisches Startup-Unternehmen. Die haben diesen Kassettenrekorder auf den Markt gebracht. Es gibt auch einen deutschen Vertrieb. Da habe ich mir den auch gekauft und ich dachte mir, das könnte ich jetzt einfach mal auf Herz und Nieren überprüfen und die Erfahrung dann mit euch teilen. Aber ich will jetzt gar nicht so lange drum herum erzählen. Wir fangen einfach mit der Review an. Deswegen entspannt euch, lehnt euch zurück und ab geht's. Den Kassettenrekorder gibt es in drei Farbvarianten. Einmal Serge, das ist hier das Orange, Kurt, das ist so ein Metallic Hellblau und Keith, das ist ein Anthrazit Schwarz. Das Design der Box ist so ein modernes Vintage-Design, sag ich mal. Sehr auffällig, sehr grelle Farben, wirklich sehr gut gemacht, auch wenn es schlicht ist, gefällt es mir trotzdem sehr gut. Macht auf jeden Fall was her. Zum Innenleben, nebst Kassettenplayer, gibt es natürlich eine Anleitung. Die Anleitung ist auf Englisch und Französisch, leider kein Deutsch, aber ist trotzdem relativ leicht zu verstehen. Können wir uns mal angucken, so sieht die aus. Und natürlich ist auch das USB-Ladekabel dabei. Das ist ein ganz einfaches Ladekabel USB-C auf USB-A. Als kleines Goodie gibt es dann noch oben drauf den obligatorischen Bleistift. Jedes Kassettenkind weiß natürlich, was damit zu tun ist. Ist wirklich eine gute Idee, fand ich sehr witzig, haben sie gut gemacht. Und hier haben wir nochmal die beiden Modelle. Links oben Serge, unten rechts ist Kurt. Beides wirklich sehr schöne Metallic-Farben. Sieht wirklich sehr gut aus und die sind auch relativ schwer. Hier haben wir nochmal das Logo und die Marke. We Are Rewind. Zur Verfügung stehen uns hier einmal der Volume-Regler. Rechts daneben, das ist eine 3,5 mm Klinkenbuchse für den Kopfhörereingang. Daneben ist ein Audio-In, damit können wir dann quasi aufnehmen mit dem Balladeur, der ist auch in der Lage, das aufzunehmen. Und daneben haben wir dann die USB-Ladebuchse, sie gilt lediglich für Strom und nicht für die Übertragung am Computer. Dann gibt es hier noch das klassische Bedienfeld mit Start, Stopp, Vorwärts, Rückwärts und Aufnahmefunktion. Außerdem können wir hier noch das Bluetooth an- und ausschalten, wenn wir zum Beispiel einen Kopfhörer connecten wollen. Und wenn man dann einfach connecten möchte, also Bluetooth-Gerät connecten möchte, dann blinkt das hier fleißig vor sich hin. Und wenn er connected ist, dann leuchtet er weiterhin blau. Das Ganze verfügt dann auch noch über eine automatische Stoppfunktion im Play-Modus, allerdings nicht, wenn man vor- und zurückspult. Da stoppt der nicht automatisch, das Gerät bleibt also immer noch an. Und diese Funktion steht nur im Abspielmodus zur Verfügung. Um das auch nochmal klarzustellen, hier den linken, den habe ich mir selber gekauft und hier rechts im Bild, den habe ich mir einfach nur als Farbmuster ausgeliehen. Den Balladeur muss man ganz klassisch und ganz oldschool von Hand öffnen. Es gibt keinen Eject-Knopf, wo man die Klappe öffnen kann, sondern man muss das hier einfach manuell machen. Über das Laufwerk kann ich jetzt leider gar nichts sagen, da habe ich keine Informationen drüber. Aber ich gehe mal davon aus, dass es über ein Standardlaufwerk nicht hinauskommt. Kommen wir dann einmal zu den technischen Daten. Ich habe hier den Balladeur einfach mal auf die Waage gelegt und der bringt 407 Gramm auf die Waage. Eingebaut ist hier ein Lithium-Polymer-Akku, der bis zu 12 Stunden halten soll. Das habe ich nicht überprüft. Ich habe halt einige Stunden damit schon gehört und der hat immer noch Saft. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Angabe in Ordnung ist. Bluetooth ist die Version 5.0 und es können bis zu 8 Geräte gleichzeitig angeschlossen werden bzw. connected werden. Ich habe auch mal versucht, mit der Klinkenbuchse und gleichzeitig den Bluetooth-Kopfhörer anzuschalten. Das funktioniert auch. Das heißt also, man kann eben analog und digital gleichzeitig hören. Wenn man zum Beispiel mit mehreren hören möchte, ist das auf jeden Fall ein ganz gutes Feature. Der Balladeur ist auch ein Rekorder. Das heißt, man kann auch hier mit aufnehmen. Man kann hier ganz einfach über die Klinke hier. Über die Klinke kann man ganz einfach ein Gerät anschließen und dann hier auf andersrum hier auf dem Balladeur aufnehmen. Das habe ich jetzt selber nicht ausprobiert. Ich habe aber gelesen, dass die Aufnahmequalität nicht so super ist. Also ja, Abzug in der B-Note, würde ich sagen.
Der Rauschabstand ist angegeben mit 50 dB. Wenn ihr mit dem Begriff Rauschabstand nichts anfangen könnt, hier mal eine ganz kurze oberflächliche Erklärung. Der Rauschabstand wird in Dezibel gemessen und letztendlich ist es nur das Verhältnis von Signalstärke und dem Hintergrundrauschen. Das heißt, gemessen wird das Ganze bei 0 dB. Das bedeutet, ihr habt die Signalstärke bei 0 dB und beispielsweise ein Gerät hat 10 dB Rauschabstand, dann wäre das ungefähr hier und ihr seht, der Abstand ist nicht ganz so hoch, das heißt also, das Grundrauschen ist deutlich zu hören. Wenn ihr also ein Gerät habt, hier 0 dB und 50 dB Rauschabstand, ist der Abstand auf jeden Fall zum Hintergrundrauschen viel höher, das bedeutet, ihr hört weniger Rauschen. Im Endeffekt ist es so, je höher der Rauschabstand ist, desto weniger Rauschen ist zu hören und so besser ist das Gerät dann einfach. Der Balladeur kostet 149 Euro, einmal bei ReR Rewind und auch bei dem deutschen Vertrieb Dark Lab Magnetics kostet er eben auch 149 Euro und es ist schon ein ganz stolzer Preis, wie ich finde. Was mir auch ganz gut gefallen hat, das war die Bedienung der Knöpfe, also ihr hört hier, sie machen einfach also kaum Geräusch, das finde ich in Ordnung, lassen sich auch relativ live bedienen. Was ich auch gut finde, ist, dass das Abspielgeräusch relativ leise ist. Ich kann euch das mal hier demonstrieren. Ich mache mal so vor- und zurückspulen. Ne, hört man fast gar nichts. Und auch von Play hört man relativ wenig. Das ist also auch ganz gut gemacht, weil solche Geräusche kommen natürlich auch immer noch mit dazu und das stört dann. Aber wie gesagt, die Abspulgeräusche kann man hier eigentlich, die hört man fast gar nicht. Finde ich eigentlich auch sehr gut gemacht. Was man noch erwähnen sollte, ist, dass der Balladeur nur für Typ 1 Kassetten ausgelegt ist. Ihr wisst ja, oder ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass es früher immer Typ 1 und Typ 2 Kassetten gab. Typ 2 Kassetten, das waren die Chromkassetten, die qualitativ immer so ein bisschen besser waren. Sie waren aber auch, ich sag mal, mehr höhenlastiger, dass die Geräte das quasi entzerren mussten. Und genau das fehlt halt bei diesem Gerät. Also es gibt keinen Schalter, wo man zwischen Typ 1 und Typ 2 wählen kann. Es gibt aber auch nicht die Möglichkeit, später nachzuregeln. Da die Typ 2 Kassetten generell etwas höher klingen und nicht so bassbetont, hat man einfach früher an den Geräten so ein bisschen an den Treble und Bass ein bisschen rumgespielt und hat das dann quasi selber entzerrt. Das funktioniert bei diesem Gerät halt nicht, weil er ausschließlich nur für Typ 1 Kassetten gedacht ist und es gibt auch keine Möglichkeit, da irgendwie nachzuregeln. Und da muss ich sagen, das finde ich wirklich schade. Man hat hier auf jeden Fall das Augenmerk, ich sag mal so in erster Linie auf Design gelegt und nicht so auf die Funktionsfülle. Ich finde es aber trotzdem schade, dass auf so ein paar technische Features irgendwie verzichtet wurde. Hätte man den für den Preis vielleicht doch noch einfach mit reinbringen können. Ob es technisch möglich ist, das weiß ich natürlich nicht. Was ich auch schade finde, ist, dass man auf die Funktion verzichtet hat, über USB nicht nur zu laden, sondern auch die Möglichkeit hat, das an den Rechner anzuschließen und seine Kassetten zu digitalisieren. Das geht hiermit auch nicht. Man kann eine Brücke schlagen, indem man einfach über Bluetooth sich mit dem Rechner connectet und dann den Desktop-Lautsprecher bzw. Desktop-Audio aufnimmt und kann auch so digitalisieren, aber man kann eben nicht sagen, man legt hier eine Kassette ein, schließt den per USB an den Rechner an und dann kann man aufnehmen. Das funktioniert leider auch nicht und das ist auch eine Funktion, die ich mir hierfür eigentlich gewünscht hätte, weil ich sag mal, wir sind immer... Wir haben 2023 und dann kann man so eine Funktion durchaus damit einbringen. Wie gesagt, auch für den Preis hätte ich gesagt, dass so ein Feature eigentlich mit da drin ist. Natürlich kann man mit diesem Gerät auch aufnehmen, das muss ich sagen, habe ich jetzt nicht überprüft. Ich habe nur ein paar Foreneinträge gelesen und da haben die meisten gesagt, dass die Aufnahme davon nicht ganz so geil ist. Kann ich hier nicht überprüfen, aber vielleicht habt ihr auch das Gerät und habt damit aufgenommen und dann könnt ihr mir eure Erfahrung einfach mal hier in die Kommentare schreiben. Für den Test habe ich diese drei Kassetten ausgewählt, um damit mal Probe zu hören. Da hätten wir einmal den Video Integrator, das ist eine Weiterführung von dem Film Die Einsteiger aus den 80ern mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger aus dem Hause Wolfi Office. Dann haben wir hier La Buena Bestia, im Prinzip ist das so eine typische Superheldengeschichte. Der Typ ist durch eine Mutationsinjektion zum Superhelden geworden. Und wir haben hier meine Lieblingsfolge von Lucky Luke. Allerdings ist es nicht die Serie mit Rehend Reins, sondern da wird Lucky Luke gesprochen von Andreas Mannkopf und Billy the Kid wird gesprochen von Michael Haag. Das Bluetooth-Pairing hat auch relativ leicht funktioniert. Einfach hier Bluetooth anstellen und dann sucht er sich die Geräte raus, die zur Verfügung stehen. Dann noch an meinem Panasonic das Pairing eingestellt und die beiden connecten sich jetzt.
der erste Testkandidat. Ich habe nicht nur Hörspielkassetten getestet, sondern auch Musikkassetten, die ich damals in den 80ern, 90ern selber aufgenommen habe. Da habe ich mir einfach verschiedene Kassetten rausgesucht, einmal mit verschiedener Bandlänge, 60 und 90 Minuten und auch Kassetten mit verschiedenen Typen, wie zum Beispiel hier Typ 2, das sind die Chromkassetten und leider ist der Balladeur ja für Typ 1 Kassetten ausgelegt. Er kann zwar auch Typ 2 Kassetten abspielen, allerdings er kann Typ 2 Kassetten nicht entzerren, deswegen wollte ich mir das auch gerne mal anhören. Mein Hörtest habe ich mit drei verschiedenen Kopfhörern gemacht. Ich weiß, dass jeder Kopfhörer natürlich seine Eigenart hat beim Hören, aber mir ging es dabei eher um das Überprüfen von dem Rauschabstand. Dazu habe ich wirklich alle Kopfhörer mit Klinke angeschlossen und bis auf den von Panasonic, den ihr jetzt gerade seht, den habe ich auch über Bluetooth angeschlossen. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass konsequent alle Kopfhörer mit Klinke weniger Rauschen hatten als der Anschluss über Bluetooth-Kopfhörer. Da war es wirklich so, dass der DA-Wandler zusätzlich noch ein Rauschen verursacht hat, was man schon deutlich gehört hat. Die Herstellerangabe war ja beim Rauschabstand 50 dB. Das kann ich jetzt technisch so nicht überprüfen, aber ich hätte gesagt, dass wenn man den Bluetooth-Kopfhörer anstöpselt, dass die auf jeden Fall niedriger ist, da hätte ich, also ich kann es jetzt schwer schätzen, aber ich sag mal, es sind auf jeden Fall keine 50 dB, das glaube ich nicht, weil es ist schon deutlich zu hören. War auf jeden Fall mal ganz interessant zu hören. Kommen wir dann zu einem Fazit von dem Balladeur WE-001. Insgesamt muss ich sagen, hat es mir schon ganz gut gefallen. Das Ding ist gut verarbeitet, die Knöpfe lassen sich leicht bedienen. Auch der Sound davon ist eigentlich ganz okay, wenn man mit den Kassetten hört. Hängt natürlich immer davon ab, ob die Kassetten, wie gut die aufgenommen sind, ist natürlich klar. Manche bringen Eigenrauschen mit, manche verstärken das Rauschen noch. Über Bluetooth ist das Rauschen mir zu dolle gewesen. Deswegen hätte ich euch auf jeden Fall empfohlen, benutzt den Balladeur über die Kleinklinke und schließt darüber einen Kopfhörer an, weil da die Soundqualität wirklich besser ist. Also soundtechnisch muss ich sagen, ist es auf jeden Fall absolut in Ordnung. Was mir nicht so gut gefallen hat, dass eben die Features fehlen, wie zum Beispiel, dass man nicht entzerren kann. Heißt also, dass Bass und Treble man nicht nachträglich noch bearbeiten kann oder dass auch so ein Bassboost, was man früher oft hatte, einfach fehlt und dass man das Ding nicht benutzen kann zum Digitalisieren. Die Features, die fehlen mir einfach und ich muss sagen, finde ich schade, gerade für den Preis hätte man das eigentlich erwarten können, dass das mit drin ist. Und es ist ein modernes Gerät, auch wenn es so diesen Vintage-Look hat, hätte man trotzdem sagen können, Design ist das eine, aber Funktion ist das andere. Und da hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht noch was nachkommt, aber vielleicht gibt es ja demnächst oder bald noch ein zweites Modell, die dann diese Features haben. Was mir auch noch gut gefallen hat, dass es diese drei Farbvarianten gehen. Ich habe alle drei schon mal gesehen, wie gesagt, den blauen habe ich mir auch ausgeliehen und finde ich optisch auf jeden Fall sehr ansprechend. Und das ist auf jeden Fall auch ein Hingucker. Wenn es Sternebewertung geben würde auf meinem Kanal, würde ich sagen, hätte dieses Gerät mindestens 3,5 Sterne verdient, weil die Qualität schon in Ordnung ist, auch der Sound ist in Ordnung und wie gesagt, die Features fehlen, dafür gibt es auf jeden Fall Abzüge. Aber insgesamt ist es schon auf jeden Fall ein tolles Gadget, ist ein wenig kostspielig, gebe ich zu, aber ich finde, es ist den Preis wert und als Fan kann man sich durchaus mal hier so ein kleines Gadget gönnen. Das war's auch schon wieder mit dieser Review und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es unten in die Kommentare, dann mache ich vielleicht noch weitere Reviews. Wenn ihr noch Bock auf ein weiteres Video habt und ihr steht auf Kassetten, dann kann ich euch dieses Video hier empfehlen. In dieser Kassettenkind-Folge spreche ich über die Jan Tenner Classics. Solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Dann bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!